Hallo Leute, hier ist Grubbin, ich heiße euch herzlich willkommen zu Contemp. Was im Prinzip Resident Evil 7 ist. Normal. Nur als Indie-Game. Und dafür sieht es ziemlich geil aus, muss ich sagen. Ich hoffe, hieraus wird mal ein richtiges Spiel kommen. Wenn ja, ist es auf jeden Fall ein Spiel, was wir sehr gerne anschauen sollten. Es sieht nämlich wirklich gut aus, ein Indie-Spiel. Und ich bin dann jetzt zumindest leise. Wir sehen mal, was hier abgeht. Okay. So, von wo kommt das? Aus dem Nichts. Na gut, das akzeptiere ich. Da ist ein Auto, von da kommen wir anscheinend. Und gehen in Richtung dieses offensichtlich Resident Evil 7 inspirierten Hauses. Ich glaube, der Eingang ist exakt gleich, ne? Heilige Scheiße, ja, ist exakt der gleiche Eingang. Die geht nicht auf? Okay, anscheinend brauche ich einen Schlüssel. Aber den habe ich nicht. Das heißt, die gehen einfach wieder nach Hause. Geht zum Autohäufer ab. Ich habe keinen Bock mehr. Okay, das ist eine Hütte. Großartig. Das Spiel ist fucking dunkel, Alter. Was geht denn ab? It's very dark. Ich mag die Lichteffekte, die sehen sehr cool aus. Okay. Gehen wir mal in den offensichtlich nicht bösen Raum, wo auch niemals ein Fall drin wäre und wo es im Grunde keine Geräusche gibt. Laut. Stille. Komplette Stille. Nicht ein Geräusch. Ein sehr großer Schlüssel. Press E to interact. Okay. Ich habe nur ein paar ganz kurze Videos schon davon gesehen. Das heißt, ich weiß nicht, ob es hier Jumpscares gibt oder sowas. Aber es sieht sehr interessant aus. Scheint circa 10 bis 15 Minuten lang zu sein. Und ich glaube, es ist nur eine Demo. Mal sehen, was uns im tollen Haus erwartet. Willkommen in der Familie, Junge. Heilige Scheiße, sieht aus, als ob es einfach ein Remake wäre. Das ist quasi genau das gleiche Gebäude. Wenn es da gleich nach rechts geht, dann... Heilige Scheiße, das ist wirklich sogar ein fucking Schrank, ne? Kann ich hier rein? Nein? Nein, da kann ich nicht lang. Okay, es ist sehr dunkel. Also sogar die Küche sieht ähnlich aus. Das haben die sehr cool gemacht. Ist alles ein bisschen anders angeordnet. Kann ich es aufmachen? Nein. Aber es erinnert einen doch schon sehr an Resident Evil 7, muss man sagen. Auf jeden Fall inspiriert. Was mich aber nicht stört, weil es ein sehr gutes Spiel war. Wer von euch hat Resident Evil bei mir gesehen? Wer es nicht gesehen hat, soll es jetzt nachholen. Weil das war ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen. What the fuck is... Oh, das ist so dunkel, ich habe gerade keine Ahnung, wo es überhaupt abgeht. Ah, Insekten, klar. Noch nicht genug Resident Evil, ne? Brauchen wir mehr von. Oh mein Gott, hier zu Silent Hill oder was? Großartig. Riesige Käfer im Badezimmer. Da stehen wir drauf. Müll. Gut. Müll. Ich mag Müll. Müll ist was Tolles. What the fuck? Muss ich da unten hin? Hallo? Hallo? Oh, fuck my life. Okay. Alles in Ordnung hier? Gut, dann gehe ich nach oben. Licht aus, nicht... Puh, ist das cool gemacht. Das ist sehr cool gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Kann ich mich noch was angucken? Could leave parts of your body broken. Karen, tolerance isn't. Now, I've never tried it myself. You may be surprised to hear that. Very surprised. But I'm told it's not easy to spin around on your head. And health professionals say it may not be safe either. Hey. Seeing some injuries. Was auch immer ihr sagt. Hey. Okay, sind wieder in der Küche. Gut. Schauen wir mal trotzdem, was oben abgeht. Ist es oben oder unten? Unten.
Kannst du auflegen? Nein? Klar, natürlich nicht. Lass einfach da liegen. Das ist gar nicht komisch oder so. Fuck my life. Die Atmosphäre ist gut. Kratzer, klar. Geht nicht auf? Okay. Geht auch nicht auf? Okay. Geht auch nicht auf? Okay. Schöne Tapete, Oma. Oh mein Gott, muss das sein? There's an aching deep inside that no longer I can hide, and it's telling me once more it's time to roam. Okay. But I cannot tell when I'll be coming home. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe Angst. Reicht das? Gut. Dann muss ich ja nicht mehr spielen. Ihr wisst ja jetzt Bescheid. Ich will es doch nicht aufmachen. Tut mir leid, war eine schlechte Entscheidung. Bleibt lieber zu. Dankeschön. Fuck! Ich schwitze. Ist es denn so warm geworden auf einmal, oder? Ist es das im Spiel einfach... Oh Gott, der Schatten da. Leck mich. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hab ich irgendwas übersehen eben? Oder muss ich einfach weiterlaufen? Ich laufe einfach mal weiter. Okay, hier waren wir eben. Wieder zurück hier. Was ist da drin? Nix. Gut. Okay, das geht nicht. Sehr interessant. Soll ich das lesen? Nein. Er ist im Bett? Nein. Lichtschalter lasse ich schön an. Daran spiele ich nicht rum. Das wäre dumm. Habe ich recht? Ich muss nicht nach unten, oder? Ich möchte nicht nach unten. Ich möchte nicht nach unten. Ich will nicht nach unten. Das ist eine schlechte Idee. Habe ich recht? Ich habe recht. Oh no! Oh mein Gott! Okay. Hallo Frau! Jeder Mann, ne? Tschüss. Auf zum Auto. Bye bye, wir sehen uns dann morgen oder so. Ich bring dir eine Flasche Cola mit. Oder Dr. Pilz, Dr. habe ich auch. Gut. Wow, das war gut. Oh, das war gut. Das war sehr fucking gut. Das hat sich angefühlt wie die ersten 10, 20 Minuten in der Demo von Resident Evil, als wir das zum ersten Mal gespielt. Das war sehr, sehr gut. Wow, okay. Das hat mir überraschend viel Angst gemacht. Ich dachte, es wäre nur atmosphärisch, aber das war echt gut. Wäre noch ein guter Jumpscare irgendwo drin gewesen. Fucking RIP. Sehr gutes Spiel. Behaltet mal für mich im Auge, wann das Spiel rauskommt. Und wenn es rauskommt, spammt mich einfach voll, wie ihr es immer macht. So sind wir es gewohnt. Sehr gut. Sieht wirklich geil aus. Ich hoffe mal, die Vollversion hiervon wird auch gut. Ist halt im Prinzip einfach Resident Evil 7 als Indie-Game, aber wirklich gut gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und schreibt mal auch in die Kommentare, ob ihr Resident Evil 7 schon gesehen habt. Und wenn nicht, ist die Playlist hier oben verlinkt. Die schaut euch am besten an. Dann seid ihr cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute, euer Corrupted. Bye-bye.